Sex und Tod sind die Hauptmotive neben dem Gespräch übers Wetter, die durch die Welt von Game of Thrones leiten. Trotzdem ist es so, dass Gewalt eigentlich im Vordergrund steht. Zumindest ganz am Anfang der Serie, Leute von Rang auf Westeros, wenn die Zeit haben, dann beschäftigen sie sich sehr gern nicht mit Sex, sondern damit, wie soll man sagen, was man heute nicht mehr in der Gesellschaft als Freizeitbeschäftigung ausstellen würde. Ned Stark zum Beispiel, der damalige Leiter des Königshauses Winterfell, zeigt gleich anfangs der ersten Folge seinen Buben, wie man mit nur einem Schwertstreich einem Deserteur von der Nachtwache den Kopf vom Rumpf trennen kann. Wenig später wird ihm gezeigt, dass das bei ihm genauso gut funktioniert. Warum ist eigentlich die Hinrichtungsform Enthauptung, warum ist das so derartig beliebt in der Serie? Das ist nicht nur in der Serie beliebt, also Enthauptung war schon immer eine außerordentlich beliebte Hinrichtungsmethode. Aber wahrscheinlich hauptsächlich beim Henker und beim Publikum und weniger bei den zu Köpfenden, oder? Das kommt schon darauf an, wie man geköpft wird auch. Da gibt es große Unterschiede. Also in England zum Beispiel, da gab es lange Zeit als große Ehre, wenn man im aufrechten Knien geköpft wurde mit einem Schwert. So horizontal? Genau. Weil, warum war das eine Ehre? Das galt eigentlich als ein ähnlich ehrenvoller Tod, als wie wenn man in der Schlacht gefallen wäre. Das war wirklich dem Hochadel vorenthalten, hoffentlich, und dann später vorbehalten. Je nachdem, wie das Urteil gelautet hat, was entweder vorenthalten oder vorbehalten. Ja, also das hat man wirklich sich für die aufgespart, wo man sich dachte, die sind eigentlich eh recht cool, aber wir müssen es halt trotzdem töten. Das hat man und die haben so hingerichtet werden dürfen, Fall. Die haben sich schon heimlich freuen können drauf, im Gegensatz zu den Prolos niederen Ranges, was hat man mit denen gemacht? Die Prolos hat man einfach flach auf einen Holzblock gelegt und dann mit der Axt von oben zack drauf. Das ist auch deutlich einfach, also das bringt jeder von ihnen leicht zustande. Und das andere ist komplizierter? Das andere ist ziemlich schwierig, also das haben wirklich nur gut ausgebildete Scharfrichter wirklich können. Und da kann es sehr leicht mal passieren, wenn man nicht ganz genau zielt, dass vielleicht das Schwert im Schädel stecken bleibt oder in der Schulter. Das ist damit unter sehr unangenehm. Das heißt, wenn da mal der Azubi üben darf, dann ist es unangenehmer. Da sollte immer der Chef ran. Und da sind auch wirklich große Mengen Bestechungsgelder immer geflossen. Einfach deswegen, weil halt die Verwandten die Scharfrichter bestochen haben, dass die sich wirklich Mühe geben, das gescheit schauen und ordentlich ausholen, damit das möglichst kurz und schmerzlos mit einem Schlag vorbei ist. Und dieser Mechanismus wirkt auch heute noch nach. Auch heute ist es oft so, wenn man eine Operation vor sich hat, dann schaut man, dass man Zusatzversicherung hat, Privatsanatorium und der Primar soll operieren und nicht irgendein Turnusarzt. Was heute im Spital Unsinn ist, war aber damals sinnvoll, kurz und schmerzlos, wie man ein Heftpflaster schnell runterreißt. Trotzdem ist Enthaupten heute keine gesellschaftlich anerkannte Form der Konfliktlösung mehr. Ja, aber es ist gar nicht so lange her, da war es noch. Also in Europa ist ziemlich lang eigentlich geköpft worden. Was ist ziemlich lang? Bis vor 42 Jahren sind in Europa noch staatlich verordnet die Köpfe ins Körper gefallen. Da waren Sie schon auf der Welt, da haben Sie schon Erstkommunion gehabt. Ja, ungefähr, ja. Wurde in Europa noch geköpft. Wo? In Frankreich. Und damals auch noch mit Schwert? Nein, dort hat man das ein bisschen eleganter gemacht, technische Lösung natürlich. Also da hat man eine Guillotine gebaut, das ist wirklich deppensicher, das bringt jeder zusammen, das sieht man einmal an. Und ist ein fein säuberlicher Schnitt. Und das hat schon auch Vorteile, wenn man jemand enthauptet. Es ist, also wenn man einen Grund dafür hat. Es ist nämlich so, dass... Also, grundlos enthaupten lehnen sie ab, aber wenn es wirklich fundiert ist. Muss ich nicht darauf antworten. Der Vorteil ist mitunter der, dass wenn ein Verurteilter seinen Kopf verliert vor Publikum, dann ist das ein sehr spektakulärer Weg, um wirklich zu zeigen, dass der mit großer Sicherheit tatsächlich tot ist. Und auch tot bleibt, natürlich, im Gegensatz zu anderen Hinrichtungsformen, wo das ja bis heute umstritten ist, zum Beispiel bei der Kreuzigung. Kreuzigung hat natürlich noch andere Nachteile. Das dauert irrsinnig lang, muss der hängen, bis sie irgendwas tut. Also das ist eine enorm brutale Hinrichtungsform, die dauert irrsinnig lang, du siehst einen langen Leidenskampf. Und das war das, was man der Enthauptung immer nachgesagt hat, dass sie eigentlich ziemlich human ist im Vergleich dazu. Weil es gäbe ja Möglichkeiten, Leute viel leichter hinzurichten
als ihnen den Kopf abzuschneiden. Zum Beispiel? Vergiften ist einfacher, mit dem Dolch ins Herz stechen ist auch einfacher, aber da muss man immer einen sehr langen Todeskampf beobachten. Und den sieht man nicht, wenn man wen den Kopf abschneidet. Und deswegen hat das halt als human gegolten, weil man angenommen hat, dass in dem Moment, wo er den Kopf abschneidet, der sofort tot ist. Und ist man oder ist man nicht?